Jo Freunde, willkommen zu meinem neuen Video. Hier ist Tigabo und heute bauen wir diesen Papierflieger. Dafür braucht ihr als erstes ein DIN A4 Blatt. Und natürlich Stifte zum Bemalen. Welche Farbe ist egal. Hauptsache der Papierflieger sieht am Ende cool aus und gefällt euch. Als erstes falten wir das Blatt in der Mitte. Jetzt faltet ihr das Blatt auseinander, damit es so aussieht. Nun nehmt ihr diese Ecke und faltet sie genau so. Jetzt faltet ihr das Blatt wieder auf und macht dasselbe an der anderen Seite. Damit man es hier mal sehen kann, diese Ecke muss dorthin. Dann faltet ihr das Blatt so auseinander und dreht es um. Jetzt sieht es so aus. Nun faltet ihr das Blatt so. Jetzt faltet ihr das Blatt wieder auseinander. Jetzt dreht ihr das Blatt um und legt es so hin. Nun nehmt ihr das Blatt Papier so und faltet es so. Und das kommt jetzt nach unten. Jetzt sieht es so aus. Jetzt nehmt ihr diese zwei Ecken und faltet sie nach vorne. Und zwar genau so. Nun nimmt man diese Spitze und faltet die so. Dasselbe jetzt auch auf der anderen Seite. So. Jetzt wird diese Ecke nach oben gefalten. Dasselbe jetzt auch auf der anderen Seite. Jetzt sieht es so aus. Nun faltet ihr diese Ecke zur Mitte. Ja. Und die Spitze falten wir jetzt nach hinten. Und
Und schon können wir den Papierflieger in der Mitte falten. Und schon kann man die Flügel falten. Jetzt kann man den Papierflieger bemalen. Cool! Und fertig ist der Papierflieger. Juhu! Übrigens, falls der Papierflieger nicht so gut fliegen sollte, gibt es einen Tipp. Faltet die Flügel so. Dadurch wird Auftrieb erzeugt und das Papierflugzeug fliegt wieder nach oben. Und jetzt viel Spaß mit dem Papierflieger. Und los geht's mit dem Papierflieger. Ich habe jetzt zwei Papierflieger. Also testen wir jetzt zwei Papierflugzeuge. Los geht's! Oh. Weiter geht's mit dem letzten Papierflieger. So, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und tschüss!